Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 311. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In dieser Folge wird es darum gehen, aus einer vorgegebenen Z-Transformierten wieder die zugehörige Urbildfolge zu bestimmen. Dazu gibt es im Prinzip drei verschiedene Methoden, nämlich die Residuen-Methode, mit der wir uns jetzt in diesem Video beschäftigen werden, und noch zwei weitere Methoden, die Ableitungsmethode sowie die Methode der Partialbruchzerlegung, die dann Gegenstand der nächsten beiden Videos sein werden. Wir betrachten hier zunächst einmal die Z-Transformierte einer komplexen Folge f Index n in Abhängigkeit von Z. Das war ja definiert als die unendliche Reihe von n gleich 0 bis unendlich über die Folgenglieder f Index n multipliziert mit Z hoch minus n. Und das liefert uns dann eine komplexe Funktion, die ich hier mit Groß F bezeichnen möchte, in Abhängigkeit von Z. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, wir haben jetzt eine Z-Transformierte vorgegeben, also eine Funktion Groß F in Abhängigkeit von Z, und wir suchen wieder die Urbildfolge F Index N. Und da wir kommen zu dieser Urbildfolge letztendlich wieder, indem wir hier die inverse Z-Transformation anwenden, und die kann man formal schreiben als Z hoch minus 1 von dieser komplexen Funktion f von Z. Und wie man auf diese Urbildfolge kommt, dazu gibt es wie gesagt drei Methoden, und wir wollen hier die erste Methode jetzt behandeln, die Residuen-Methode. Die Residuen-Methode. Bevor wir die Residuen-Methode besprechen, möchte ich zunächst noch einmal wiederholen, und zwar was eine Laurent-Reihe ist. Wir betrachten dazu zunächst einmal eine auf einer Kreisscheibe holomorphe Funktion f, also sei f auf der Kreisscheibe, die ich hier mit k bezeichne. Das ist die Menge der komplexen Zahlen z, für die gilt, dass der Betrag von z minus z0 größer sein soll als klein r und kleiner sein soll als groß r. Und diese Funktion f sei auf diesem Kreis oder auf dieser Kreisscheibe holomorph. Vielleicht zeichne ich das zunächst einmal hier rechts hin. Wir haben also hier die komplexe Ebene mit den Achsen x und y, und wir betrachten hier irgendeinen Punkt z0. Um diesen Punkt z0 herum liegt jetzt eine Kreisscheibe mit dem Radius klein r, das ist der innere Radius, und einem Radius groß r, das ist der äußere Radius. Das sei hier also letztendlich unsere Kreisscheibe, die wir betrachten, also unsere Menge k. Und unsere Funktion f soll auf dieser Kreisscheibe holomorph sein. Dann haben wir im Video Nummer 301 hergeleitet, wie die Laurent-Reihe aussieht, dieser Funktion f. Und zwar lässt sich dann diese holomorphe Funktion um den Punkt z0 herum in eine Laurent-Reihe entwickeln. Und wir hatten dort erhalten, dass die Funktion f von z sich darstellen lässt als unendliche Reihe von n gleich minus unendlich bis plus unendlich über die Koeffizienten a Index n multipliziert mit z minus z0 hoch n. Wobei hier die Koeffizienten sich berechnen aus a Index n ist gleich 1 dividiert durch 2 Pi mal i multipliziert mit einem geschlossenen Kreisintegral über eine Kreislinie vom Radius rho. Das heißt, der Betrag von xi minus z0 ist gleich rho. Das möchte ich hier gleich mal einzeichnen. Das ist also ein Kreis letztendlich, der hier irgendwo in dieser Menge k drin liegt mit dem Radius rho. Das sei hier der Radius rho. Ja, und das Integral, das läuft dann letztendlich über die Funktion f an der Stelle xi, wobei die xi-Werte alle auf dieser Kreislinie mit dem Radius rho liegen, dividiert durch xi minus z0 in Klammern hoch n plus 1 d xi. Wobei hier dieser Radius rho ein Radius sein muss, der zwischen klein r und groß r liegt. Wie gesagt, das wurde alles hergeleitet, das vermerke ich hier vielleicht nochmal im Video Nummer 301. Dort können Sie sich, wenn Sie wollen, sich das noch einmal anschauen. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt unsere Z-Transformierte
wir sehen hier oben mal, dass die Z-Transformierte ist ja im Prinzip eine Laurent-Reihe um den Punkt Z0 gleich 0 herum. Also Z0 ist in unserem Fall gleich 0. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt in diesem Integral, in diesem Kreisintegral, die Variable Xi ersetzen durch Z. Das ist ja zulässig. Die können ja die Integrationsvariable beliebig wählen. Und dann können wir ja letztendlich mit Hilfe dieser Formel, die ich hier nochmal einrahme, unsere Urbildfolge ermitteln, wenn wir eine Z-transformierte Groß F von Z vorgegeben haben. Und das bedeutet dann, daraus erhalten wir dann letztendlich für die Urbildfolge F-Index N ist 1 dividiert durch 2Pi mal I. Und wie gesagt, wir ersetzen jetzt das Xi durch Z und wir wissen, Z0 ist 0. Das heißt, unser Kurvenintegral geht jetzt letztendlich über eine Ursprungskreislinie vom Radius Rho. Und wir ersetzen das kleine f von Xi jetzt durch groß F von Z, dividiert durch Xi wird ersetzt wieder durch Z und Z0 ist ja 0, also steht im Nenner letztendlich nur noch Z hoch N plus 1 und das Ganze dann dz. Nun gibt es aber ein Problem, denn wenn Sie sehen hier oben in der Z-Transformierten, dass hier nur negative Exponenten in der Variablen Z vorkommen. Das bedeutet letztendlich, wenn Sie zum Beispiel n gleich 1 betrachten, dann erhalten Sie ja hier f-Index 1 multipliziert mit 1 dividiert durch Z. Und das führt allerdings jetzt hier dazu, wenn ich also eine negative Zahl für Z einsetze, soll hier aber eine für die Folgen wieder ein positiver Index herauskommen. Und das müssen wir jetzt korrigieren, indem wir jetzt hier vor das N ein Minuszeichen setzen, das ich hier mal in Rot andeute. Dann erhalten Sie also beispielsweise, wenn Sie jetzt den Koeffizienten haben wollen, f-Index 3 beispielsweise, dann müssen Sie ja das n durch minus 3 ersetzen. Das habe ich hier angedeutet, das rote Minuszeichen. Das heißt also, wir erhalten dann letztendlich 1 dividiert durch 2pi mal i, multipliziert mit dem geschlossenen Kurvenintegral über die Kreislinie mit dem Radius Rho von f von z. Und wir können jetzt z hoch minus n plus 1 mit in den Zähler hineinschreiben. Das gibt dann z hoch n minus 1 dz. Und nun erinnern wir uns noch an den Residuensatz, den wir im Video Nummer 306 hergeleitet haben. Der Residuensatz. Den hatten wir, das vermerke ich hier vielleicht auch noch einmal, im Video Nummer 306 hergeleitet. Was besagt er? Der Residuensatz besagt, wir können ein geschlossenes Kurvenintegral, also unser Kurvenintegral genau genommen, über die Kreislinie mit dem Radius Rho, über f von z, multipliziert mit z hoch n minus 1 dz auch berechnen, indem wir 2pi mal i multipliziert mit der Summe der Residuen nehmen. Das heißt also, die Residuen unserer komplexen Funktion, also unseres Integranten letztendlich, der ja f von z multipliziert mit z hoch n minus 1 ist, und zwar in den isolierten Singularitäten, was bei uns in der Regel immer die Polstellen sind. Und wie viele es hier gibt, weiß ich auch nicht. Ich schreibe hier mal symbolisch z-Index k hin, wobei dann die Summe hier laufen muss von k gleich 1 bis zu irgendeiner Zahl, sagen wir mal m hin. Setzen wir das Ganze jetzt hier oben ein, dann erhalten wir doch für f-Index n 1 dividiert durch 2pi, i multipliziert mit 2pi i, multipliziert mit der Summe über die Residuen, über unseren Integranten, nämlich f von z, multipliziert mit z hoch n minus 1 in den isolierten Singularitäten z-Index k. Und Sie sehen, dass sich hier offensichtlich dieser Vorfaktor 2pi hier heraushebt, sodass wir schließlich eine handliche Formel erhalten, nämlich die Summe über die Residuen über den Integranten f von z multipliziert mit z hoch n minus 1 in den isolierten Singularitäten z-Index k, wobei die Summe hier laufen möge von k gleich 1 bis m.
Das rahme ich hier mal ein. Das ist also eine Möglichkeit, um auf die Urbildfolge wiederzukommen, wenn Sie eine Z-transformierte vorgegeben haben. Und das wollen wir mal an einem Beispiel konkret jetzt einmal ausprobieren, ob wie das funktioniert, das Ganze. Wir betrachten dazu zunächst einmal eine komplexe Folge, f-Index n. Mit, und die definiere ich mir mal folgendermaßen, die Folgenglieder seien hier mal definiert, und zwar einerseits zu 1, falls n eine gerade natürliche Zahl ist, und als 0, in dem Fall, falls n eine ungerade natürliche Zahl ist. So, und wir wollen jetzt zunächst einmal die Z-Transformierte bestimmen für diese Folge. Daraus folgt doch dann, ja, die Z-Transformierte wäre dann Z von Fn in Abhängigkeit der Variablen Z ist doch hier dann gerade die Summe von n gleich 0 bis unendlich über f-Index n mal z hoch minus n. Schreiben wir das Ganze mal ausführlich auf. Für n gleich 0, dann erhalten wir ja f-Index 0 ist 1, also 1 mal z hoch minus 0, das ist 1, brauche ich nicht hinschreiben. Für n gleich 1 ist das Folgenglied f-Index 1 aber gerade 0, fällt also komplett weg. Dann kommt n gleich 2, dann erhalten wir also wieder 1, multipliziert mit z hoch minus 2, das gibt also 1 durch z Quadrat. Und für n gleich 3 fällt das Folgenglied wieder weg, weil es 0 ist. Für n gleich 4 erhalten Sie dann 1 durch z hoch 4 und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ganze können wir natürlich auch noch kürzer schreiben. Das ist doch letztendlich nichts anderes wie die unendliche Reihe von n gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch z hoch 2n. Das können wir aber wiederum schreiben als die unendliche Reihe von n gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch z Quadrat und das Ganze hoch n. Und jetzt benutze ich hier die geometrische Reihe. Wir können dafür einen geschlossenen Ausdruck finden. Das wäre gerade 1 dividiert durch 1 minus 1 durch z Quadrat. Und jetzt wende ich hier noch einen kleinen Trick an. Ich erweitere diesen Bruch mit einer 1. Und zwar schreibe ich die 1 mir als z Quadrat durch z Quadrat und dann erhalten Sie hier letztendlich das Ergebnis z Quadrat dividiert durch z Quadrat minus 1. Und das ist unsere Funktion groß f von z. Allerdings gilt diese ganze Rechnung nur, nicht mit, sondern für, und zwar muss, wenn wir die geometrische Reihe verwenden wollen, das ist ja unser Q letztendlich hier in den Klammern, 1 dividiert durch Z-Quadrat, dann muss der Betrag von Q kleiner als 1 sein. Das bedeutet in unserem Fall, 1 dividiert durch Z-Quadrat im Betrag muss kleiner als 1 sein und daraus folgt sofort, dass der Betrag von Z selber größer als 1 sein muss. Das heißt, diese Reihe konvergiert letztendlich nur um den Einheitskreis herum, also im Äußeren des Einheitskreises in der komplexen Ebene, das zeichne ich hier links noch einmal hin. Und dieses Konvergenzgebiet, das werde ich hier mal blau schraffieren. Das wären also alle komplexen Zahlen letztendlich außerhalb dieses Einheitskreises. So, nun wollen wir mal versuchen, aus dieser Z-Transformierten, also f von z, das schreibe ich hier noch einmal auf, war ja bei uns z Quadrat dividiert durch z Quadrat minus 1. Wir wollen jetzt versuchen, aus dieser Z-Transformierten wieder auf die Urbildfolge zu kommen. Und dazu benutzen wir jetzt die Formel, die ich hier oben eingerahmt habe. Wir müssen also die Residuen betrachten von der Funktion f von z mal z hoch n minus 1 in den isolierten Singularitäten, was in der Regel hier immer die Polstellen sein werden. Also betrachten wir jetzt erst einmal f von z multipliziert mit z hoch n minus 1. Das gibt ja in unserem Fall konkret, das wäre ja z Quadrat dividiert durch z Quadrat minus 1 multipliziert mit z hoch n minus 1. Ja, dann können Sie das noch etwas zusammenfassen. Das gibt offensichtlich z hoch n plus 1 dividiert durch z Quadrat minus 1. Und mit Hilfe der dritten binomischen Formel können wir das auch schreiben als z plus 1 multipliziert mit z minus 1 im Nenner. Und Sie sehen, dass unsere isolierten Singularitäten hier offensichtlich Polstellen sind. Nämlich die erste Polstelle liegt hier bei minus 1 und die zweite Polstelle liegt hier offensichtlich bei plus 1. Das sind also letztendlich hier Pole erster Ordnung, wie wir sehen.
Metropole erster Ordnung. So, und dann kann man die Residuen natürlich ganz einfach berechnen. Und das hatten wir im Video Nummer 305 gezeigt, wie das geht. Und zwar erhalten wir jetzt unsere Folgenglieder Fn, indem wir hier jetzt die Summe über alle Residuen bilden. Und wir haben hier nur zwei Residuen, nämlich von der Funktion z hoch n plus 1 dividiert durch z plus 1 multipliziert mit z minus 1. In den Polstellen z-Index k und unsere Summe läuft hier, wie Sie sehen, einfach nur von k gleich 1 bis 2. Wir haben hier also nur zwei Pole erster Ordnung vorliegen. So, und wie man jetzt die Residuen für Pole erster Ordnung bestimmt, das wurde im Video Nummer 305 gezeigt. Das schreibe ich hier vielleicht auch noch einmal zu. Also jetzt benutze ich das Ergebnis aus dem Video Nummer 305 und zwar an dieser Stelle hier genau. Und zwar geht das folgendermaßen, wir müssen den Limes bilden, z gegen minus 1 von z plus 1 multipliziert mit z hoch n plus 1 dividiert, also im Prinzip von dieser Funktion hier, dividiert durch z plus 1 multipliziert mit z minus 1. Und dann geht es weiter, plus der Limes z gegen plus 1, das ist ja die zweite Polstelle, von z minus 1 multipliziert wieder mit der Funktion z hoch n plus 1 dividiert durch z plus 1 multipliziert mit z minus 1. Und Sie sehen, dass sich hier offensichtlich zunächst einmal der Linearfaktor z plus 1 im ersten Ausdruck herauskürzt. Genauso der Linearfaktor z minus 1 hebt sich auch im zweiten Term heraus, sodass wir jetzt den Limes hier sofort berechnen können jeweils. Setzen wir z gleich minus 1 einmal ein für den ersten Term, dann halten wir offensichtlich minus 1 hoch n plus 1, wie Sie sehen im Zähler, und im Nenner minus 2. Für den zweiten Term erhalten wir, wenn wir z gleich 1 einsetzen, 1 hoch n plus 1 dividiert durch 2. Und das Minuszeichen im ersten Bruch, das kann ich mit in den Zähler hineinschreiben, sodass wir unten einen gemeinsamen Hauptnenner haben, nämlich 2. Schreibe ich das Minuszeichen vom ersten Bruch in den Zähler mit hinein und das verarbeite ich gleich mit der Potenz minus 1 hoch n plus 1 und dann erhalten wir minus 1 hoch n plus 2. Und 1 hoch n plus 1 ist ja 1, wie Sie sehen. Und offensichtlich gibt das jetzt Folgendes. Setzen Sie hier eine gerade Zahl für n ein, also 0, 2, 4, 6 und so weiter, ist diese Potenz immer positiv. Dann halten wir 1 plus 1 im Zähler, ist 2 und 2 dividiert durch 2 ist immer 1 für n gerade. Und setzen wir für n eine ungerade Zahl ein, dann erhalten Sie im Exponenten ja, also minus 1 hoch einer ungeraden Zahl ist immer minus 1 und minus 1 plus 1 gibt im Zähler gerade 0 und 0 dividiert durch 2 ist ja offensichtlich 0. Und Sie sehen, wir haben hier also mit Hilfe der Residuenmethode jetzt wieder unsere Urbildformel aus dieser Z-Transformierten zurückgewinnen können. Wenn Ihnen jetzt dieses Video gefallen hat, können Sie mir gerne einen Daumen nach oben geben und vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls Sie kein weiteres Video verpassen wollen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.